Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Finals. Yeah, beim letzten Mal haben wir zum ersten Mal das aktuelle Event gespielt, was ich super cool finde und was aber leider nur noch 4 Tage geht, warum auch immer. Das Event, das hätten sie gerne auch noch ein bisschen länger laufen lassen können, weil ich sowas richtig cool finde, aber gut. Gut, gut, gut. Beim letzten Mal gab es eine Runde mit der mittleren Klasse. Heute spiele ich, denke ich, eine Runde mit der. Ja, mit der leichten Klasse, damit die weg ist. Ich habe gesehen beim letzten Mal, die Medium-Klasse hat den Revolver und die Shotgun zur Auswahl. Und die leichte Klasse hat auch die kleine Shotgun oder das Sniper-Gewehr zur Auswahl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl die Waffe an und für sich in dem Spiel hier wirklich nicht gut ist, bin ich der Sniper nicht abgeneigt. Ich spiele super gern mit der, auch wenn sie eben, wenn sie nicht allzu gut ist. Aber ich spiele sie trotzdem gerne und ich denke, ich werde sie hier auch spielen. Und ich denke, ich werde sie hier auch spielen, weil ich eben mit dieser 2-Schuss-Shotgun von der leichten Klasse nicht so viel anfangen kann. Aber was gibt's denn noch? Die Splittergranate nehme ich mit, Gas nehme ich mit. Und die Rauchgranate, weiß ich nicht, ob die so nützlich ist. Da ist Pyro, denke ich, doch nochmal eine Nummer ordentlicher. Ich könnte auch mit dem Schwert reingehen. Finde ich auch interessant. Aber ich nehme die Störgranate. Und ich habe gerade gesehen, ich habe die Shotgun ausgewählt gehabt. Man spielt auch in jeder Runde mit einem anderen Charakter-Skin. Mit Skin meine ich die Haare vor allem. Über hier hin. Oh, shoot. Shit. Gehen wir zurück. Gehen wir wiederbeleben. Das ist die safere Variante. Jo, der Typ ist auch mitten in meinem Gesicht explodiert. Aber ich denke, ich gehe für den Revive, ja. Obwohl die hier auch sehr, sehr offen steht. Ich hab leider nur eine Shotgun. Oh Gott, die Waffe ist Schmutz. Nee. Gib mir die Sniper. Ich kann mit der Shotgun nicht umgehen. Die Sniper und die Störgranate, ja. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob man mit der Störgranate die Schilde von einem gegnerischen Heavy einfach. Ja, gut, der casht rein, dann cache ich auch rein. Eigentlich habe ich auf einen Team-Respawn gehofft, aber macht nichts, geht's auch. Gut, im Nahkampf ist eine Sniper natürlich nicht so nützlich, wa? Ey.
Das ist doch... Okay. Ich verstehe, warum man der leichten Klasse nur die Sniper und die Shotgun gegeben hat. Aber das ist doch Schwachsinn. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Und sollten hier eigentlich irgendwo vier Teams rumlaufen? Ja, und die Minen alles zu... Ah. Minen! Die Minen kann man mit der Störgranate außer Kraft setzen. Jetzt verstehe ich's, da kommen wir nicht mehr hin. Ich sage euch, da kommen wir nicht mehr hin. Nee, der ist hier. Wieso geht das nicht bei Gegnerkontakt auf? Ich werf das Teil nach vorne und es schließt den Typen nicht ein. Ach, ich werd nur verarscht. Ich werd wieder nur verarscht. Dann wiederum ist das Loadout mit der Sniper auch gar nicht mal so gut. Wie kommt man rauf? Nein, und beide sind down. Gut, ich gebe ab. Mach Gift hin. Und versuche zu meinen Kollegen zu kommen. Shit. Ja, der geht auf mich! Hinter einem steht einer, der auch noch auf ihn schießt und der Typ geht auf mich. Ich werde hier nur verarscht. Ja, und der Punkt wurde eingenommen. Und der Typ rennt mit einem Sledgehammer durch die Gegend. Nimm doch irgendwas, mit dem du auch auf Range Schaden machen kannst. Oh, vielleicht will er mich holen. Das wäre super awesome. Hey Leute, lenkt die ab. Die dürfen den Punkt nicht kriegen. Die wären näher, aber die wollen zu C, ja. Das Giftfass hätte ich mitnehmen können. Irgendwas, ich brauche einfach irgendwas. Ein. Der Punkt gehört uns, Leute. Der Punkt gehört uns. A shiny new vault just spawned. June, let's see who gets to it first. The retros are re-engaging. Much obliged. Sorry, den Kill nehme ich. The retros are eyeing the contents of a vault. On me, come on. Affirmative. Ja. Den holen wir uns.
Was hat mich getötet? Im Ernst, was hat mich da getötet? Oh lol, wir haben den Cash-Out gekriegt. Mega nice. Okay, dann kann er eigentlich auch down gehen, damit wir nicht reinhashen müssen. Am Ende nochmal. Oder er revived uns. Ich würde es ihm gönnen. Aber es wird nichts mehr. Ja, nee. Ist aber besser so. Nein. Nein, das wird sich nicht mehr ausgehen. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Wir werden das nicht mehr schaffen. Und egal wer den Punkt kriegt, sie werden Erste sein. Weil wir es nicht schaffen werden. Wir können den Punkt nicht einnehmen und gegen drei Teams verteidigen. Das geht nicht. Außerdem kommen wir da nicht mal mehr hin. Das war's. This is the end. Ach, wie kommt man da rauf? Ja. Weiter platzt du mich auch. As we power down the simulation and our contestants unplug, let's take a moment to applaud our new rising stars. Okay, man merke sich, leichte Klasse in dem Modus ist nicht so gut. Stellt sich nur die Frage, was soll ich machen? Soll ich... Ich weiß, was ich machen werde, ja. Okay, für heute reicht's mir. Vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Schaltet beim nächsten Mal auch gerne wieder ein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dann die schwere Klasse in dem übelst coolen Modus spielen. Ciao.